Guck mal da, mal an. Aber ist die nicht super, oder was? Hä? Tipp? Hey, Kinders! Was geht denn bei euch ab, Junge? Ihr wisst ja, vor ungefähr 2 Wochen habe ich angekündigt, beziehungsweise gefragt, ob ihr für mich etwas zeichnen könntet. Und zwar so eine Art, also ja, ein Logo, ein Schriftzug oder wie auch immer. Dinge, die ich möglicherweise sogar auf ein T-Shirt drucken kann. Oder zumindest ganz stolz vorzeigen kann. Weil mir fehlt einfach an sich noch so eine Logo-Idee. Also ich habe noch keine richtige Maskottchen, ein Logo, keine Ahnung, mein Gesicht maskiert. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht was, weil ich mich einfach, ich bin in eine andere Richtung kreativ, aber das ist eine Schwierigkeit für mich. Einige von euch haben auch schon was gemalt, das ist auch sehr, sehr gut, aber das Problem ist, dass ich es auf so vielen verschiedenen Wegen jetzt zugekommen habe, lassen, bekommen, tun. Um mir die ganze Geschichte Ordnung reinzubringen, sammelt ihr einfach euren ganzen Kram, wenn ihr mehrere Bilder gemalt habt, egal, alles eure Entwürfe, pipapo, was ihr mir eben zuschicken wollt, und schickt es mir einfach per E-Mail an diese unten eingeblendete E-Mail-Adresse. jürgenmüller145@web.de. Und dann habe ich alles auf einem Haufen, wisst ihr? Ich will nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ich habe auch noch ganz viele Dinge auf dem Handy drauf, von Twitter mir und hin und her. Und ich kann. Und ja, ich würde auf jeden Fall alles erstmal alles vorstellen in einem Fanart-Video, wo ich eben alle eure Fanarts vorstelle. Und wenn ihr wollt, dass ihr zum Beispiel namentlich dann genannt werdet, dass ich da Namen hinschreibe oder sage, das ist von Peter. Oder so, dann schreibt mir einfach bitte die E-Mail rein, sag einfach von Peter oder von der Johanna oder euren YouTube-Namen, irgendwas, okay? Haut's einfach raus, damit ich euch da ordentlich Credits geben kann. Ich mach gerade mal das Licht da, warte mal. Ich muss ja noch die Lampen aufhängen, ich habe hier oben immer noch nur so eine Glühbirne. Da liege so die Lampe. Und ich habe hier nur so eine... Just a Glaubeiron, wie die Amerikaner sagen würden. Achtung, eine wichtige Geschichte. Hier fehlt die Glühbirne komplett noch. Und zwar wollte ich beim nächsten Community-Abend bzw. Stream, also nachdem eben der Stream stattgefunden hat, komme ich ja immer zu euch und wir zocken zusammen. Man kann es ja eigentlich schon fast Community-Abend nennen, ne? Ich dachte mir, vielleicht spielen wir alle The Forest, zumindest so viel, wie es geht. Also mir wurde gesagt, man kann das zusammenspielen im Koop und es können wohl auch einige zusammenspielen. Nicht nur 2, sondern mehrere. Da könnt ihr mir jetzt ja mal hier drunter schreiben, was ihr davon halten würdet. Ich habe richtig Bock drauf, dass wir einfach dann nach dem Stream rangehen, The Forest starten, eine neue Welt uns einverleiben und uns da aufbauen, alle Viecher kaputt schlagen und uns da einfach was voll Cooles aufbauen. Da habe ich voll Bock drauf, weißt du, da habe ich richtig Bock drauf. Bin da auch mal, dann geh einfach rum. Und noch eine ganz wichtige Sache, das sage ich jetzt schon mal an, ich sag's aber auch beim nächsten Giveaway nochmal. Und zwar, Moment mal, jetzt kann ich es sogar ganz anders machen. Ja, das ist richtig. Pass auf, vor allem, ja, das ist super. Die Giveaways waren ja die ganze Zeit so, dass jeder mitmachen konnte. Und das ist einfach, dass ich einfach zufällig halt gewählt habe, wer gewinnt. Und in Zukunft wird es so sein, da es immer dickere Sachen sind und die Leute, die mir dazu verhelfen, eben die Community sind, also meine Community, werde ich nur noch an die Community die Sachen weggeben, die Skins. Nicht zwingend Abonnenten, aber an alle, die aktiv dabei sind. An die Leute, die zum Beispiel viel kommentieren auf YouTube oder auf Facebook kommentieren oder mir schreiben, mir irgendwie unter die Arme greifen, mir helfen, die auf Twitter am Start sind. Also wie gesagt, man muss nicht überall mit dabei sein, aber wenn ihr Teil meiner Community seid, dann werdet ihr bevorzugt, sage ich mal, wisst ihr? Dinge teilen, wenn man Sachen auf Facebook teilt, wenn man irgendwas von mir postet oder sowas, dann gehört man einfach mit zur Community, ne? Wenn man mit am Start ist, wenn man mitspielt. Ich will ja euch was Gutes tun, der Community. Also wenn ihr fette Gewinne abstauben wollt, dann bemüht euch auch etwas, ja? Ihr müsst jetzt nicht jedes Video kommentieren und immer am Start sein und wa. Mir bleiben die Leute auch einfach schnell im Kopf, ja? Wenn man schon einen Kommentar schreibt, ist man bei mir meistens schon im Kopf drin. Dafür werde ich aber auch die Giveaways öfter machen. Also jetzt habe ich es ja wieder schleifen lassen, glaube ich, bestimmt einen Monat oder 2. Ich weiß es gar nicht genau. Und ich will eigentlich 2-mal im Monat Giveaways machen. Und am liebsten 2-mal im Monat auch direkt 10 Waffen rauskloppen. Nichtsdestotrotz soll man natürlich trotzdem unter dem Video, das werde ich im Video nochmal sagen, dann halt irgendwas schreiben, dass ich generell weiß, wer überhaupt mitmacht. Manche kommentieren einfach nur und wollen die Waffe gar nicht, weil sie sie schon haben oder so. Ihr wisst, was ich meine. Das wird dann wie immer mit diesem ich mache mit, nur halt so viel Information. Ich habe endlich mal wieder so ein Informationsvideo raushauen können und hier schön rumschlappen können. Ja, es ist nämlich gerade nicht so viel hier im Haus, im Argen, aber außerhalb. Guck mal. Kann man das sehen da? Das ist ein Gericht da draußen vor der Bums. Unser Dach wird jetzt gerade neu gemacht und deswegen ist so draußen das Gericht. Mensch, hier innen drin. Komm, ich mache einfach mal eine Mini-Room-Tour. Ne, mache ich nicht. Das mache ich im extra Video. Ich zeige euch noch eine coole Sache. Oh mein Gott, ihr rastet aus. Ihr fragt euch andauernd, was da hinten für ein weißer Strich ist. Ja, da war mal ein Riss. Und den habe ich gefüllt mit so Masse. Guck mal da, mal lom. Aber ist die nicht super, oder was? Hä? Tipp? Ja, soweit, so gut. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, so ein Infovideo mit rumlaufen, so richtig ernst gemeint und so. Echt krass, Alter. Echt krass. Ich verfall hier in alte Muster wie so ein Mörder. Und dann schaut euch mal unser Bild da an, hä? Ist das süß oder ist das süß oder was? Ah, noch eine winzige Sache. Ich nehme die ganze Schose ja gerade doppelt auf, also die Stimme. Mit der Kamera einmal. Wahrscheinlich lange ich da oben eh schon wieder auf dem Mikrofon rum. Und einmal hiermit.
Das ist so ein ultra billig Ding. Wobei das Teil, mit dem ich das aufnehme, gar nicht so günstig ist. Ich krieg das gerade nicht aus der Hose raus. Damit habe ich die letzten paar Videos immer die Sounds aufgenommen. Kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Aber ich habe alle Sounds bei diesen Videos, die ich mache, zum Beispiel für den Stream zum Beispiel, diese Dinger, die habe ich alle nachbearbeitet. Also ich habe jeden Ton nochmal einzeln aufgenommen mit so einem Gerät. Ne? Die Schritte, draußen die Klinge, klack, klack. Das habe ich alles nochmal extra aufgenommen, weil das mit der Kamera so scheiße ist. Also weil das Mikrofon der Kamera echt schlecht ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass dieses angesteckte Mikrofon, das eben an dieses Teil führt, das ist halt voll das Billigding, das haben Woll und ich vor 100 Jahren mal geholt, jeder eins. Ich hoffe mal, dass das jetzt trotzdem besser ist wie die Kamera. Aber ich glaube es nicht. Ich habe eben schon einen Soundtest gemacht mit dem kleinen winzigen Teil da und das hat sich an, als wäre schlecht. Also nicht gut. Das ist echt schön, einfach euch hier so in der Hand zu haben, mit euch zu labern. Es hat was. Ich sag mal so, es hat was. Ja, naja, komm, ich muss jetzt ran. Ich muss das jetzt gleich noch bearbeiten, der ganze Scheiße hier. Da kommt das Fräulein. Und bis dahin muss ich natürlich jetzt fertig sein. Weil wir müssen dann noch einkaufen gehen. Ist der PC aus? PC? Ah ja, komm, der Bungee zeige ich euch noch. Das ist mein Maus-Bungi. Look at this, Harold. This is so amazing, isn't it? Das ist die Stil-Series-Geschichte hier. Und das reicht mir wie gesagt voll und ganz, weil ich eh früher immer so gespielt habe. Guck, auf 8 Millionen DPI habe ich so gespielt. Papa, das war eine komplette Umdrehung früher. Und das war 8 Umdrehungen. Und jetzt muss ich so spielen. Das ist voll die Umstellung und so. Das ist der Thumbnail, die ich mal gemacht habe. Und da oben seid ihr. Da habe ich euch geparkt. So, guck, die Kommentare. Ist halt wirklich Mordsarbeit, so Kommentare zu kommentieren. Da. Ach komm, eine Info geht noch, jetzt wo ich schon dabei bin. Guck mal hier am Stissel. Schaut euch mal den Master Chief an. Wisst ihr, wo er sitzt? Er sitzt neben der Nuka-Cola-Flasche. Merkst du was? Nein, jetzt ist aber gut, ich muss die ganze Kacke noch zusammenschneiden, wie unangenehm. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall Daumen nach oben geben, weil ich so cool bin und euch ganz cool gemacht habe beim Livestream. Alle hopp, Leute, gerne. Farewell. Farewell. Wow. Ciao.